Mensch, was ist das denn? Das sieht hier cool aus. Hallo, hier ist euer Vorbootler von Minenarbeit.de. Ich präsentiere euch heute mal zur Abwechslung kein super geniales Let's Show, auch kein Oberhammer geiles Let's Play. Ich sperre auch niemanden in den Monsterzoo ein und ich hoffe auch, es fliegt mir nichts um die Ohren zur Abwechslung mal. Nein, ich präsentiere euch heute Peftete, das Minenarbeit.de Texture Pack. Ja, da, um das mich ja schon wirklich viele, viele, viele von euch richtig angefleht und angebettelt haben. Und ich bin jetzt froh, einerseits, dass ihr das mal macht, dass ihr das so schön findet, das Texture Pack. Andererseits bin ich froh, dass die Bettelei jetzt auch hoffentlich bald mal ein Ende hat. Ja, und ich habe da mal was vorbereitet für euch. Ja. Das Texture Pack von mir, das gibt es nämlich nicht in einer und auch nicht in drei, nein, es gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Ja, ihr seht jetzt hier die normale Version, also zum Beispiel die Wolle von der normalen Version. Ne, und das ist auch der große Unterschied. Hier könnt ihr die Farben der Wolle ganz normal verwenden in eurem Spiel. Na, und wir können da ja mal durchgehen, ein bisschen näher ran. Rot, rosa, das brauche ich euch nicht alles aufzählen. Ich schätze mal, ihr könnt die Farben selber erkennen. Hier fehlen ein paar Stücke. So, und außer weiß, weiß habe ich so ein bisschen, das ist die Originaltextur noch, die ich etwas, ja, abgedunkelt, angebraunt habe irgendwie, ja, die ist so ein bisschen dreckiger soll die aussehen, ne? Ihr seht auch, ich habe euch unten schon lange einen Link eingeblendet für die Leute, die es jetzt gar nicht abwarten können. Alle Infos zu dem Texture Pack, die findet ihr jetzt und auch in Zukunft auf dieser Seite minenarbeit.de Schrägstrich TP wie Texture Pack. Ganz kurz und bündig. Okay. Weil ihr müsst einfach verstehen, ich gebe zu diesem Texture Pack keinen Support und nehme auch keine, gehe auch nicht auf Sonderwünsche ein oder auf so Quengelfragen. Hier auch, warum machst du das nicht in HD und Finze, warum ist denn das alles, weil ich das nicht will. Ganz einfach. Ne? Das ist jetzt einfach, das ist Texture Pack, ist jetzt so da, wie es ist. Ganz einfach und wenn es euch gefällt, ne, dann super, dann downloadet das und verwendet das auch in euren Filmen, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht um Erlaubnis fragen oder sowas. Macht das über Credits oder so, würde ich mich natürlich freuen, ne, wenn ihr euren Besuchern irgendwie erzählt, was das für ein Texture Pack ist. Das ist ganz klar. Und natürlich kommen wir auch später nochmal auf zurück. Ihr könnt das auch verändern, wenn ihr wollt, ne. Nur, wie gesagt, wenn ihr das vielleicht sharen wollt, also euren Freunden noch geben wollt, dann schickt die Freunde bitte einfach auf minenarbeit.de/tp, ja, damit die auch direkt wieder von Anfang an und an Beginn der Zeit wirklich alle Informationen bekommen und es da keine großen Nachfragen hagelt, auf die ich sowieso nicht eingehe, weil es einfach dann auch zu viel wird, ne? Das ist jetzt einfach klar verständlich für jedermann. Ja, den Rest, den könnt ihr jetzt einfach schon. Einige sehe ich schon, haben bestimmt schon weggeklickt jetzt und hören gar nicht mehr zu. Die sind jetzt schon auf der Seite und downloaden fleißig. Bitte, aber es gibt da auch viel zu lesen. Tut das auch bitte auch. Und dann bleiben halt keine Fragen offen, schätze ich mal. Natürlich konstruktive Wünsche, konstruktive Kritik und Anregungen immer gerne willkommen. Ne? Nur Quengeleien, Betteleien, Trollereien, werden ignoriert. Ihr versteht das bestimmt auch. Alle, die, ne, schon mal was Ähnliches gemacht haben oder so oder sich da reinversetzen können, verstehen das. Okay, wir gehen mal ein bisschen weiter. Das hier zum Beispiel, ja, das ist der Kürbis. Ihr müsst halt bei meinem Texture Pack ein bisschen darauf achten, dass ich da viele experimentelle Sachen gemacht habe. Das ist der Kürbis, ja, dem habe ich die Lightstone-Textur gegeben, in leicht abgewandelter Form, ja. Das ist jetzt das Gesicht hier, das rote, ist das Ro Gesicht vom Kürbis und das sind die Seiten vom Kürbis. Die sind alle blau, das lässt sich leider nicht trennen. Ne? Obendrauf ist das eine Grastextur, die ist ja so ungefähr wie Gras. Das passt ganz gut, wenn man das in Gras, in normale Wiese einbaut. So ein bisschen saftigere Wiese, nicht so Tundra. Und da sieht das so ein bisschen da, wie so eine indirekte Beleuchtung, leuchtender Rasen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. So, ja, hier sehe ich da zum Beispiel, da hinten in dem Flur habe ich diesen roten so eingebaut, ja, das ist also als Beleuchtung. Ich finde immer noch definitiv 30.000 Mal schöner als dieser hässliche Kürbiskopf überall. Ja, den konnte ich von Anfang an einfach nicht so richtig leiden.
Das ist die graue Wolle und Orange, da kommen wir gleich noch zu. Ihr seht jetzt auch hier, ne? Ihr fragt euch auch, wo ist der Typ da überhaupt? Ne? Auch das Glas ist doch toll, oder? Das wisst ihr das schon, das kennt ihr alles schon. Ne? Wo ist der hier überhaupt, denkt ihr? Ich bin jetzt nicht in Emblomar. Das schon mal vorweg gesagt. Nein, ich bin in unserer Serverwelt. Es gibt in Kürze da auch wieder News zu. Es geht ein bisschen voran. Und ja, ich habe hier so einen großen Raum mir gebaut. Da ist die Halle der Huldigung, nenne ich die. Meine Rose da reingemacht. Da ist jetzt auch der Kürbis ringsherum, damit das hell genug wird. Da seht ihr, wie der Kürbis dann aussieht. Ne? Es ist dieses bläuliche Ding. Okay, hier haben wir noch den Redstone. Da habe ich so eine Stromleitung, ist das eigentlich eher. Ja, so sieht das aus. Ja. Fand das irgendwie, dieses Pulver immer, fand ich immer so unrealistisch, irgendwie, wenn da Strom durchfließt. Das war mir ein bisschen zu viel Fantasy. Ist auch egal. Das mache ich vieles auch einfach so spontan und zacki-zacki. Ich denke mal, das ist jetzt nicht mehr weiter interessant. Das ist das normale Texture Pack. Damit könnt ihr also mit eurer Pixel Art und sonst was weitermachen. Ich schalte mal eben um. Ja, auf das extra Texture Pack. Augenblick mal eben. So, da bin ich wieder und mit mir dabei, ihr erkennt es schon, ist jetzt das modifizierte Texture Pack, wo ich der Wolle statt einfacher Farben ja eher Strukturen und Objektformen gegeben habe. Hier sehen wir zum Beispiel die rote Wolle, die war vorher in meinen Let's Shows, kennt ihr die noch als rot-weiß. Ich hatte aber jetzt vor, die jetzt im Let's Play auch im Sadomaso-Keller zu benutzen und habe die jetzt rot, ja, schwärzlich, dunkelrot, was weiß ich, so gestreift gemacht. Das sieht ganz cool aus, da wenn wir noch Zeit haben, kann ich da gleich mal hochrennen und euch noch was zeigen. So, das kennt ihr aus der Kuschelecke, das ist diese berühmte rosa Wolle mit den Herzchen. Was haben wir denn hier noch? Das ist hier alles gleich geblieben. Das ist allerdings hier der Teppich, der Perserteppich, das ist die hellblau, das können wir uns hier angucken. Ja, so sieht das ungefähr aus. Da mache ich immer so Teppiche mit. Sehr teure, wertvolle Teppiche sind das. Ihr braucht dafür natürlich Lapis Lazuli und Knochenmark. Ne? Und deswegen ist das eine ganz schön teure Angelegenheit. Aber ist ja so ein Perserteppich nun mal auch. Das hier ist jetzt nicht hellblau, das ist das Cyan. Das habe ich auch nicht verändert. Das sind die hellgrünen und grünen Blocks. Die sehen aus wie ja, Sträucher mit verschiedenfarbigen Beeren. Das ist die gelbe Wolle, die habe ich auch vorher noch in den letzten Shows, kennt ihr die als Boje, das war so gelb-schwarz, aber das lässt sich sonst gar nicht so richtig verwenden. Ich habe gedacht, mach doch mal wieder was Dekoratives, so ein Mosaik, so ein ganz einfaches Mosaikmuster. Da kann man vielleicht, was weiß ich, so ein Badezimmer oder so einzelne in die Wände vielleicht hübsch, keine Ahnung, ne? Das sind ja so Sachen, bitte denkt dran, ich lasse mir auch immer mal wieder was Neues einfallen und ändere mal wieder sporadisch was. Deswegen auch die Versionsnummern, dieses Texture Pack hat die Versionsnummer 1.0 und wenn ich mal was Neues mache, dann ist das natürlich 1.1 und das heißt, ihr überspielt halt eure Texture Packs nicht, wenn ihr ein neues runterladet oder so. Das ist, ihr könnt das vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehen. Kann ja mal sein, dass ich vielleicht in 1.7 oder so irgendwie was einbaue, was euch gar nicht gefällt und ihr möchtet dann doch wieder eine ältere Version haben. Deswegen mache ich das mit den Versionsnummern. Ich hoffe, das klappt ganz gut. Hier haben wir die braune Wolle, die finde ich persönlich auch sehr schön. Das sieht total rustikal aus, so als Holz-Deko-Block. Als Nachttisch macht sich das unheimlich gut, so neben so einem Bett oder was, ne? Ja, und das ist auch neu. Das war vorher das Zebraschaf, ja. Das ist die graue Wolle, also die dunkelgraue Wolle. Da habe ich jetzt das Zebra, das war zu gleichmäßig, das sah zu sehr nach Birke aus. Also wenn man so was Weißes dekorieren will, so ein Weißes mit schwarzen Streifen drin, da nimmt man ja auch eher die Birke, die hat man eh, da braucht man nicht noch so ein Zebrafell. Aber ich habe jetzt das so umgewandelt, ja, das ist jetzt so ein Fantasie Fell, irgendwie von so einem Fantasieleopard, ich nenne die dann einfach Phantopart, ne? So, und dann wird es auch gerade dunkel draußen. Hier sehen wir schwarz. Weiß ist auch genauso, weil schwarz und weiß, das braucht man immer wieder. Die weiße Wolle habe ich nicht geändert. Der Kürbis ist auch gleich. Sekunde mal eben, ich schalte mal eben auf Tag. So, das ging mal eben. Das habe ich mit so Serverbefehlen gemacht. So, jetzt haben wir hier die orangene Wolle. Ja, das ist jetzt Strohballen. Das finde ich auch, das macht sich total gut. Das habt ihr oft schon auf Burg Wiesenfels gesehen. Das stelle ich immer in irgendwelche Ecken, ne? Das sieht dann direkt ein bisschen au bewohnter aus, Strohballen, ne? Und hier jetzt auch nun, ta-ta-ta, ne?
das Produkt der berühmten Aluminiumschafe. Ja, daraus, das ist die hellgraue Wolle, die sieht jetzt so aus. Ja. So ein bisschen wie so Metallplatten, so bläulich angetönt irgendwie. Gefällt mir total gut. Ich habe noch nie was damit richtig gebaut. Werde ich bestimmt mal machen, weil ich finde das irgendwie interessant. Ne? Allerdings, jetzt seht ihr auch, was das für Folgen haben kann, dieses Extra-Pack zu benutzen. Da könnt ihr zwar diese Zusatzobjekte machen, aber ihr müsst euch da voll drauf einstellen, wenn ihr also so Pixel-Art macht, dann seht ihr zum Beispiel, was aus meiner Blume geworden ist. Ich meine, das ist jetzt immer noch sehr, ja, strange irgendwie, ne? Man kann auch erkennen, was es ist, aber es ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Das ist dann eure Geschmackssache, ne? Also deswegen müsst ihr entscheiden, wollt ihr, ihr downloadet euch einfach beide Pakete, die, ne, die gleichen sich völlig aufs Haar, bis auf die Wolle, die farbige Wolle, ne? Und ja, gut. Dann würde ich sagen, den Rest erfahrt ihr auf minenarbeit.de/tp. Und natürlich aus den ganzen Videos, meinen Let's Plays und auch den Let's Shows. Ne? Da ist manches dann jetzt nicht mehr auf den aktuellen Stand. Hier, das habe ich ganz neu gemacht, das Mosaik jetzt, weil ich das doch irgendwie... Ne? Ich wollte euch jetzt nicht am Anfang direkt was geben, was ich dann zwei Tage später doch wieder verändere. Da hättet ihr jetzt dieses gelb-schwarze Gelb noch. Probiert einfach ein bisschen mit rum. Ja, und ich würde mal sagen, ich kann dir auch noch ein bisschen nochmal so rausrennen, euch so ein paar Sachen zeigen. Ich renne mal aus der Halle der Huldigungen raus. Ohne euch jetzt natürlich zu viel von der Serverwelt hier zu zeigen. Da seht ihr, das ist so rote Wolle, da habe ich diesen Gang gemacht. Das sieht jetzt irgendwie ziemlich strange aus, so, ne? Ist mal was anderes, finde ich. Ist mal was anderes, ja? Und dann können wir vielleicht auch schaffen, nochmal eben den Kürbis in freier Natur anzugucken. So, ich habe gerade mal einen eingesetzt in so eine... Ihr seht ja hier die Umgebung, das ist hier so ein etwas grünes Gras, so schönes Wald, normales Waldland. Ja, und hier ist der Kürbis. Den habe ich hier reingesetzt. Ja, wir können den mal eben zerhacken. Darunter ist noch einer. Ne? Und so könnt ihr so ein bisschen indirektes Licht machen. Es fällt kaum auf. Ne? Wenn man jetzt im Server, könnte man sogar noch so einen Busch davor stellen oder so, weil man die dann, die kann man sich ja cheaten. Ja, aber das ist sehr hübsch. Vielleicht, natürlich, wenn ihr jetzt in freier Natur dem Kürbis begegnet, ne? Dann sieht das natürlich ein bisschen anders aus als gewohnt. Nicht mehr nach einem Kürbis. Ich stelle mir dann immer vor, es wäre so eine Art Kristall. Ja, so ein bisschen so Fantasy-World-mäßig. Ist das irgendein farbiger Kristall, der so in der Natur wächst? Ja, und so, dann hacke ich den meistens dann auch schnell wieder weg. Ne, und sammle den ein, weil die kann man ja schön gebrauchen. Für diese Beleuchtung. Einfach eine Fackel mit einer Fackel kombinieren und dann habt ihr das. Ja, und so eingebaut. Ach, vielleicht mache ich das mal eben. Moment. So, und ihr seht schon, jetzt hat das natürlich nicht mehr die gleiche. Ich habe mal eben auf 22 Uhr gestellt und ich glaube sogar, die Monster sind im Moment an. Ich sag schon mal Tschüss, ne, falls mir jetzt irgendwas schief geht gleich. Ihr seht halt, natürlich hat das nachts dann nicht mehr die gleiche Farbe wie der Rasen, ne? Dadurch, dass das ja jetzt leuchtet, ist das viel heller. Ne? Aber so ist die Idee. Sowas mache ich halt sehr gerne. Vielleicht kann man hier an die Ecke auch nochmal einstellen, so. Wo ist das denn hier mal? Da vielleicht mal, so. Ja, und so kann man doch sehr interessant so die Gegend so ein bisschen beleuchten. Wobei die Kürbisse natürlich ähnlich wertvoll sind, eigentlich wie Lightstone. Ich finde immer wahrscheinlich sogar noch weniger als Lightstone. Naja, ich versuche jetzt einfach mal, ich zeige euch jetzt nicht zu viel hier von der Gegend, da könnt ihr euch demnächst mal drauf freuen, dass ihr eventuell dann hier auch mal drauf kommt. Ich bin da nicht der Admin von dem Server, ne, sondern das sind zwei andere Jungs, die ich euch dann nochmal vorstellen werde. Und die schmeißen den ganzen Laden. Und demnächst gibt es da so ein Forum zu. Und da könnt ihr euch dann auch mal durchlesen, wie das mit dem Server funktioniert und euch da ja bewerben, sage ich jetzt mal. Ne? Einfach mal gucken. Vielleicht sieht man sich dann in Zukunft mal hier. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit dem Texture Pack von minenarbeit.de und denkt daran, bitte auf der Webseite nachzulesen. Da müsst ihr eh hin, weil ihr da den Download findet. Danke jetzt erstmal fürs Zusehen. Empfehlt mich bitte weiter. Das war euer Vorbuddler von minenarbeit.de. Ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß.